Chefvisite. Mahlzeit. 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 Na, Grüdi. Hallo. Herr Dittsche. Na? Oha. Reich bepackt hier, ne, oder was? Oh ja, das ist ja echt die Obere. Sag mal, was hast du denn alles mit da? Na, mein Ingo, mach's mir gleich noch. Oh, schön Kugel, du. Da kommt der Finger gar nicht mehr rauf, was ist das denn? Oh, die Flasche ist enger geworden, ne? Ist enger, wir schmürzen alle den Hals, enger schneiden. Oh, oder du hast einen dicken Finger heute, kann auch sein, ne? Bitte. So. Oh. Hier, nimm's rüber. Oh. Oh. Das perlt, aber du. Hast du beachtet die richtige Temperatur bei dir, ne? Das ist von Bier, das ist von Bier die Temperatur. Hast den Kühli anders angeschraubt, oder? Ja, wieso? So wie immer. Ganz normal. Ganz normal. So, mal, fährst du auch mit Auto eigentlich? Wieso, was soll ich denn sonst machen? Hast du auch Benzinwut, ist das Stichwort, Benzinwut. Ach, hier wegen, ja, naja, das ist ja wohl... Der Deutsche hat Benzinwut. Ja, aber guck dir an, wie ne? die Preise sind jetzt. Ne? Da kriegst du auch einen, ich weiß. Kriegst du auch einen zu viel. Mhm. Deswegen, ich hab ja eine Weltidee, mein Ingo, Mann. Wegen, ach so, mit deinem Kanister da, oder was? Darf ich bei dir Franchise? Darf ich Franchise bei dir? Was willst du, Franchise? Franchise. Darf ich? Wie, was heißt darf ich? Wie, was? Ach, du willst hier was in den Laden verkaufen? Ich wollte Franchise, wollte ich. Du wolltest Franchise? Wollte ich, darf ich? Und was jetzt? Benzin. Benzin? Benzin. Du möchtest hier drin Benzin verkaufen? Nicht verkaufen. Verleihen, oder was? Verleihen? Ist das eine Weltidee? Darf ich das hier oben aufstellen? Moment, warte mal, nicht, dass das... Darf ich das hier aufstellen? Ne? Die sind sauber. Die sind sauber. Ich hab auch ein Schild. Das hab ich gemacht. Jetzt mal sorgen, wenn die Gäste, wenn hier Kunden kommen. Dö. Ne? Ne? Ja, ich kann da gar nichts sehen. Ja, du brauchst das auch nicht. Du kriegst das von mir zum Vorzugspreis. Mein Ingo, Mann. 5 Liter, 4 Euro? Hm. Es ist ein Verleih. Es ist ein reiner... Nur kurze Zeit? Nur kurze Zeit. Und wieso kurze Zeit? Weil ich das musste zurück. Woher kriegst du denn bitte 5 Liter für 4 Euro? Wo willst du das denn herkriegen? Bei mir. Wie bei dir? Bei mir kriegst du das. Ja, ja. Du kriegst das sogar für 3,99 bei mir. Weil du mein Freund bist. Na, das ist ja super, aber wie... Als Franchise. Wie als Franchise? Es ist ein Benzinverleih. Es ist ein reiner Benzinverleih. Ach, jetzt im Ernst, verleihen, oder ja, was? Ja, sicher, ich verleihe dir das Benzin. Wie? Ja, das ist 3 Tage, 4 Euro. Du kannst das mitnehmen, der Kanister. Das ist doch ein guter Preis. 5 Liter für 4 Euro, das kostet normalerweise, wenn du das kaufst, kosten 5 Liter ungefähr 8 Euro. Ja, aber warte mal. Für 3 Tage, ja. Kannst du mitnehmen. Ja, und dann gebe ich dir das wieder, oder ja, was? Ja, sicher. Ja, und dann kannst du mitmachen, was du willst. Hauptsache, ich krieg den Kanister voll wieder. Ja, dann kann ich ja eben nicht machen, was ich will damit. Wenn ich, was soll ich denn? Ich kann den ja gar nicht, wenn ich das wiedergeben soll, dann, ja, was soll das dann? Das gibt dir ein gutes Gefühl, dass du Benzin hast. Wie, das gibt mir ein gutes, ich kann das, soll ich mir das zu Hause hinstellen? Nee, das, du kannst das einfüllen, du kannst damit machen, was du willst. Wo soll ich das denn einfüllen? In dein Auto. Ja, und wie soll ich das wieder rauskriegen? Ja, so wie ich das bei Kargas Auto rausgekriegt habe, das ist doch nicht so kompliziert. Wie bitte, du hast das bei Kager, ach, schön abgesaugt, oder was? Mit einem Schlauch und mit einem Trichter angesogen. Nee, ist nicht dein Ernst. Er ist doch sowieso eine Woche nicht da, er merkt das doch gar nicht, wenn ich das verleihe in der Zeit. Es bleibt mir doch unbenommen. Es gibt dem Fahrer das muggelige Gefühl, er hat Benzin. Ja. Wenn du jetzt heute an eine Tanke fährst, mein Ingo, Mann, und tankst mir sorgen 5 Liter oder 50 ja. Liter. Ja. So, wie viel verbrauchst du davon in 3 Tagen? Doch nicht den ganzen Tank. Nee. Da hast du doch noch was über. Ja, wenn ich jetzt hier nur in der Stadt bin. Hast du was über? Ja, klar. Ja, so. Und dann tankst du nur das, was du brauchst. Und ich verleihe dir den Rest. Dann kannst du das einfüllen und dann ist deine Tanknadel schön voll. Und du hast das Gefühl, du hast einen vollen Tank. Ja, aber für ein Gefühl kann ich mir doch gar nichts kaufen. Von Gefühl fährt das Auto nicht. Ja, aber du brauchst es doch nicht. Es ist doch eine Milchmädchenrechnung. Da ist doch gar keiner aufgekommen. Du verbrauchst es ja gar nicht. Es ruht nur in deinem Tank. Ja,
Und dann gibst mir das wieder. Und wenn du dann doch was verbrauchst, dann toll, zu dem richtigen Preis. Aber so hast du die Chance, dass du mal sagen, hier 5 Liter für 4 Euro erwirbst. Ja, aber das kannst du ja auch mit allen. Da kann ich ja auch sagen, hier, ich verleihe eine Wurst. Ja, mach doch. Und dann musst du sie mir nach einer Woche wiedergeben oder was? Was ist das denn? Ja, aber sie verderbt. Die Wurst verderbt. Ja, gut, bei der Wurst ist das was anderes. Mach mir mal gleich noch ein Bier. Oder ich verleih Bier oder was? Kannst du ja auch machen. Ich muss es noch nicht trinken. Dann gebe ich dir das wieder. Ja, und dann gehst du nach Hause? Du kannst das ja auch weiter vermieten. Du kannst das ja untervermieten, wenn du noch mit näher verstanden bist. Das Bier unter... Nein, das Benzin. Das Benzin, natürlich. Als Untermieter. Ja, sicher. Aha. Darf ich das mal so aufbauen? Du wirst sehen, das wird laufen wie Harry. Ja, das wird... Ja, weil der Deutsche ist eine Benzinwut. Das ist meine Meinung. Ja, das mach auch... Das, da habe ich auch gar nichts... Benzinwut schafft Wutbenzin. Ja, das mag ja sein. Aber gib mir gleich noch einen Herobel. Du machst da keinen Mann mit glücklich, wenn du ihn nur an den Benzin riechen lässt. Da mal ganz abfahren. Aber Frauen vielleicht, ne? Ja, das kannst du ja mal versuchen. Aber hier natürlich sowieso nicht, das ist ja klar. Wieso denn, ne? Ja, wieso nicht? Zieh mal eins und eins zusammen. Was ist das hier alles hier? Was ist das, was du hier alles siehst? Was? Eins und eins, oder was? Nee. Das ist ein Salat und noch ein Salat. Das sind zwei Salate. Nein, ich meine jetzt von, was ist das alles hier, was du hier, was verkaufe ich hier? Ware. Ja, was für eine, was ist das? Es ist Netto-Ware. Na, Mensch, Dittsche. Was denn? Wo, hier. Was denn? Was machst du damit, wenn du jetzt eine Wurst kaufst bei mir? Ja. Was ich damit mache? Ja. Ich esse sie auf. Ja, so. Das sind Lebensmittel, alles. Weiß so, ich. Und jetzt. Ja, Benzin ist es doch nicht dafür gedacht, dass das jemand trinkt. Nein, aber. Es sei denn, du hast einen Feuerschlucker als Freund. Da könnten wir noch überreden. Ja. Der würde es ausposaunen. Es gab mal einen Mann, der hat noch 5 Liter Kerosin getrunken und noch 1 Liter Wasser obendrauf. Nee, erst hat er das Wasser getrunken. Und dann hat er mir den Kerosin, das hat er raufgewürcht und hat eine Flamme erzeugt und hat dann das Wasser raufgewürcht und hat die Flamme wieder ausgespuckt. Nee, ist nicht dein Ernst. So, sehr, ja. Hier so mal apropos Benzinwut, ne? Ja. Hast gesehen in der Zeitung hier, Wolf ist das Stichwort, ne? Och, Wolf, ne? Ja, Wolf ja, jetzt, ne? Ja. Der reine Wolf. Ja, Gott. Er zieht aus jetzt, ne? Hast du die traurigen Bilder heute gesehen in der Zeitung drin, ne? Ja, wo sieht er so ein bisschen mit so einem Koffer in der Hand und so. Ne? Ein Auto drin, ne? Und alles, ne? Und die haben sich sogar ein Umzugsunternehmen genommen. Ja, was sollen sie denn so? Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die Gierkens und die Waschmeiers und die Grunewolds dieser Welt? Ja, aber das sind doch keine, die kommen noch nicht, die Krempel. Das sind seine besten Freunde gewesen. Dittsche, diese Leute, du glaubst doch nicht, dass die mal die Ärmel hochkrempeln und mal einen Umzugskarton mit anfassen? Die sollen doch wohl mal einen Karton mit an, oder kommt mal einer, schraubt noch mal eine Lampe mit ab oder lackert noch mal schön eine Tür mit über. Das machen gute Freunde ja, aber nicht hier in der Liga, wo die spielen. Da sieht das nämlich ein bisschen anders aus. Wieso denn? Du kannst nämlich mal sehen, was seine wahren Freunde in Wahrheit sind. Die sind das bestimmt, ne? Naja, das ist ja bei denen ist das doch normal, Dittsche. Wenn der... Natürlich, wenn die ausziehen, dann kommt ein Möbelwagen, dann packen die das da rein. Wo fahren sie denn jetzt hin? Ja, sie haben da doch dieses Haus da, diese Klinkerbude da. Das ist doch nicht frei. Meinst du in Großburg-Wedel? Wieso ist das nicht frei? Das ist doch... Da wohnt doch Sonja Ziedlow mit 40 Husky-Welpen drin, habe ich mal gehört. Wie bitte? Wieso das denn? Weil sie die nicht loswerden. Wie, weil sie die nicht dann... Er hat das doch, das ist sein Haus. Aber er hat das so untervermietet, um über den Tal da reinkommen, oder ne? Habe ich das durcheinander gebracht? Ich glaube, da wohnt Sonja Ziedlow mit 40 Husky-Welpen, das ist meine Meinung. Wieso Husky-Welpen? Was soll das denn sein? Die hat doch so Hunde, hat sie doch. Die hat Hunde? Die überall so rumsitzen. Bei sich zu Hause, und oder bei ihm, im Haus drin. Und jetzt fahren sie wahrscheinlich in Großburg-Wedel, fahren sie immer im Kreis rum und verbrauchen sie auch Sprit. Deswegen haben sie auch das Tandem dabei. Hast du das Foto gesehen aus dem Tandem-Bar? Nee. Tandem? Aber was macht er denn und jetzt? Seine Frau, oder was? Klar, Bettine. Ja. Was macht er denn jetzt? Er hat oder kriegt doch nirgendwo mehr einen Job. Uff, solche Leute kriegen noch immer... Er kriegt keinen Job mehr. Natürlich kriegt er einen Job, ja klar. Wo denn? Was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht wieder... Strandkorbverleih vielleicht. Hausmeister bei Maschmeyer oder was? Ja. Weißt du, wer wahrscheinlich der Einzige ist, der ihnen hilft? Die einzige wirklich gute Freundin ist Veronika Ferres. Das ist meine Meinung. Weil sie spielt doch auch immer diese guten Frauen, die überall helfen, weißt du, die nur so mit holzgeklöppelten Schuhen über das Packeis nach Hause gekommen sind, aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, und alle Leute geholfen haben und so weiter. Ja.
Ne? Ja. Sie hat ja ein großes Herz. Sie ist ja auch die beste Freundin von Natascha Kampusch gewesen. Ja. Ich nehme mal an, dass sie sich jetzt die Wolfs annimmt und sie irgendwie vielleicht ins Fernsehen bringt oder ihnen dann eine Chance gibt, dass sie da irgendwo Fuß fasst. Im Fernsehen? Ja, da hat sie doch die besten Verbindungen. Ja, gut, aber was soll er im Fernsehen machen? Er kann ja nichts im Fernsehen. Er kann ja nur, ja, was kann er im Grunde genommen? Den Bachelor, den kann er nicht geben. Da wird er wahrscheinlich erstmal nicht mehr zurechtkommen, weil er auch nicht diese Stirnfalten hat wie der Bachelor. Der hat ja diese Surferfalten, weißt du, wo man das Kleingeld reinsteckt, wenn man nur eine Badehose anhat und dann an Kiosk was kaufen will. Ja, aber Bachelor ist ja nur, das geht ja nur sowieso gar nicht, weil das ist ja ein Junggeselle. Ja, das meine ich doch, das wird er ja nicht machen. Nee, das kann er ja nicht. Er hat schon eine Frau. Ja, eben. Aber was er vielleicht machen könnte, zum Beispiel, Rach, der Restauranttester geht doch aus. Kann er doch jetzt machen, Wolf, der Restauranttester, dann können sie wenigstens umsonst überall essen. Ja, aber Dittsche, er hat doch gar keine Ahnung von Küche. Er hat doch gar keinen Schimmer. Kommt da rein und was soll er dann sagen? Ja, hier, sie braten das Fleisch falsch oder was? Kann er doch machen. Wie? Ja, kann er machen, aber das werde die Lode erstmal zum Erstaunen bringen, weil wenn sie das Fleisch tatsächlich gar nicht falsch backen, dann trauen sie sich, ihm vielleicht gar nicht Widerwort zu geben. Braten, wenn sie das falsch braten. Kann man backen. Fleisch nicht backen? Ja, backen. Du backst doch kein Fleisch. Du sagst doch nicht, ich back. Du sagst doch nicht, ich back mir jetzt mal ein Fleisch. Ich back mir ein Spiegelei, sagt man ja. Ja, aber das ist ja auch ein Ei und kein Fleisch. Ja? Dann soll er doch in eine Eibude gehen und sagen, dann backen wir mal ein Spiegelei. Das bleibt ihm unbenommen. Was für eine Eibude? Eine Eibude gibt's überhaupt nicht. Gibt's nicht? Nee. Warum denn nicht? iPhone gibt's aber nicht Eibude. iPhone, ne? Ja. Und das kann man essen? Nein, das kannst du, da kannst du mit telefonieren. Das weißt du doch. Ich weiß das auch, ich habe es schon mal gesehen, das ist so ein Gerät mit Bildern auf, wo man so wupp macht und dann gehen die weg. Ja, genau. Hier so mal, aber weißt du, was er machen könnte? Ja. Wenn er im Fernsehen ist. Kennst du nicht von den Martin Rödel, diesen Hundetrainer, Mann? Der hat doch auch eine Schau. Wuff, die Hundeschau. Ach so. Das können Sie doch zum Beispiel, da können Sie alles benutzen. Die Deko, alles normal übernehmen, die Schrift. Und dann machen Sie bei Wuff, die Hundeschau, machen Sie nur ein L in der Mitte rein. Wuff, die Hundeschau. Wuff, die Hundeschau. Und dann kann er so ein bisschen rumgehen. Das ist doch so, wo Leute kommen. War doch letztes Mal, war doch Lambi, der Tanztrainer von Fernsehen. Lambi, oder wie der heißt? Lambi. Und Fajali, eine Frau aus dem Fernsehen raus, Frau Fajali, alle mit Hunde. Was und das? Sonja Kraus, alle hatten Hunde bei. Aha. Ne? Aha. Machen Sie das ein bisschen so, dass das für Wolf die Hunde schaut, dass er den Hunden so ein bisschen was beibringt, so nach, was so von seinen Fähigkeiten zugeschnitten ist. Aber hat er überhaupt einen Hund? Aber er kann denen ja das beibringen. Zum Beispiel kann er beibringen, jetzt muss er auch ein Pfötchen geben. Das hat er in seinem Amt ja auch oft gemacht, so Pfötchen geben. Dann bringt er denen das bei, dass das auch ein bisschen nach was Weltmännischen aussieht, mein lieber Mann. Mhm. Ne? Ja. Oder muss sorgen, Gassi gehen, auf den roten Teppich, nur nicht da aufmachen. Nee, das ist klar. Über den Teppich gehen, aber dann nicht aufmachen. Ja, ja. Ne? Macht er ja auch nicht. Ne? Macht er auch nicht. Nee. Das kann er den Hunden beibringen. Das wäre jetzt mal so ein Spiel. Oder mal sagen, ein Strandkörbchen. Husch, husch, ins Strandkörbchen. Wieso Strandkörbchen? Weil er doch da irgendwelche auf Sylt wurde, doch im Mann hat oder Strandkörbchen gehabt. Ach so. Da kennt er sich ein bisschen mit aus. Das ist doch, wie man sich da muggelig reinlegt. Das kann er doch mal sagen, so ein Drahthaarterrier doch mal beibringen. Ja, also ehrlich gesagt, von mir aus kann er im Fernsehen, weiß ich nicht, kann er machen, was er will. Also das ist doch eine gute Idee. Ja. Wolf die Hunde ist schon eine gute Idee. Kann er noch tot spielen, totstellen, ne? dass er so liegt und nichts sagt. Oder er kann machen bellen, er macht doch auch mal so. Er hat doch mit der Stimme, hat er das doch auch immer so gehabt. Wolf, mit der Stimme. Wieso, was hat er mit der Stimme? Er hat doch immer so einen Kloß gehabt an Hals. Dass das nicht richtig rauskommt. Ja, und dann kann er das doch mit den Hunden, wenn die da alle sitzen und gucken ihn dann an, muss sagen, ein Pudel, dann muss sagen, ein Setter. Ein Setter, dann ein Kleiderbiegel, ne? Diese Biegel, die Kleiderbiegel, sagt man ja, die so ein bisschen durchhängen. Denn die Hunde, die sitzen alle. Und dann macht er immer so. Und dann müssen die das nachmachen, so, die Hunde. So macht er. Er kann es. So macht er. Er kann es. Er macht.
Und dann müssen die das nachmachen. Und was heißt das dann, wenn er das macht? Das wissen, ach so, er kann... Bellen, bellen. Er kann, ja, bellen. Er kann Hundesprache oder bellen. Was? Er bringt ihn Bellen bei. Ja. Und der Gewinner zieht nach Bellevue. Weil das auch mit Bellen. Ja. Das ist so, die kriegen ein Hundehaus. Sie kriegen ein Hundehaus. Ja. Die Hunde kriegen ein Haus hinterher. Weil das kriegen sie einen goldenen Knochen. Ja. Mein ein Hundeschloss, ne? Ja, sicher. Ein Hundeschloss. Ja, sicher. Ja, ja, ja. Kriegen sie normal, kriegen sie immer einen goldenen Knochen. Und den kann man doch so aussehen lassen, so ein bisschen. So ein Knochen sieht das sowieso so ein bisschen aus wie ein Schlüssel. Wie ein Schlüssel, ne? So, ja. Und dann gehen sie in Bellevue. Ja. Gehen die Hunde, der Gewinner geht rein. Ja. Das ist so eine gute Idee an der Physik. Das ist, ja, ja. Und das ist dann der Bundeshund oder was ist das dann am Ende? Oder wie? Der Bundeshund? Ja, ist, wenn er da in Bellevue ist, ist er ja dann oder was? Der Bundeshund. Kommen ja jeden und kriegt dann noch eine kleine Fahne. Ja. Die kann dann vielleicht, Hunde sind ja gelehrig. Mein Engelmann, er kann sogar die Fahne selber hochziehen mit der Schnauze. Ja, theoretisch kann er das machen, ne? Hier und seine Frau, ne? Ja. Die ist doch auch sogar richtig hübsch. Die kann doch vielleicht jetzt nicht so wie das Rattenmädchen von Heidi Klumpfuß, sondern vielleicht mal sagen, in der richtigen Rolle. Kann doch die Veronika Ferres hier reinbringen in eine gute Rolle. Jo. Eine Hauptrolle. Eine Hauptrolle. Ach so, dass sie jetzt richtig als Schauspielerin ist. Ja, sehr, ja, die sieht doch gut aus. Ja, also die war sowieso die bessere von den beiden, da mal ab von, ne? Wieso, ist er auch eine Frau? Nein, aber von den beiden jetzt als Paar, mal von den, sie sind ja zwei und er ist einer. Er ist einer jetzt, ne? Und sie war ist eigentlich die bessere gewesen. Sie ist die bessere gewesen? Ja, klar. Sie könnte doch machen, die Wanderhure. Ja, die Wanderhure. Ja, wo läuft doch jetzt aktuell? Dritten Teil. War doch erst die Wanderhure, dann war doch jetzt hier die Rache der Wanderhure. Ja. Und dann könnte sie den dritten Teil machen, jetzt wird zurückgewandert. Ja. Das könnte sie doch machen. Das ist doch eine Weltidee. Wieso denn nicht? Jetzt wird zurückgewandert. Ja, sicher. Mit Bettina Wolf, ne? Was ist das? Wie bitte? Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort. Was ist denn er denn? Hallo. Ich suche muss ja irgendeine Oscar-Party sein. Heute ist Oscar-Verleihung und ich habe irgendwie gehört, hier ist eine Party. Hier jetzt in der Gegend? Ja, ich finde die nicht. Hier? Also ich bin jetzt früher schon mal irgendwie, ist das die Hausnummer 142? Nein, nee, hier ist 157. Ist das 172? Das ist 102, das werde ich ja wohl ein bisschen besser wissen. Also ist das dann eher die Richtung noch? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß gar nicht, hier eine Oscar-Party weiß ich nichts von. Oscar. Ich weiß schon gar nicht. Also, hier in der Straße, keine Ahnung. Also, ich normalerweise könnte ich das wissen, weil hier kommen ja immer viele Leute, aber das ist, weiß ich nicht. Das tut mir leid. Von der... Oscar. Er weiß nichts. Er hat keine Ahnung. Das tut mir leid. Ich mach mal gleich einen Hubel vor. Also, ja. Also, viel... Ich helfe mir. Viel Erfolg, ne? Sag mal, das war doch hier. Was war das denn? Das war doch hier. Ich weiß, wer das war. Das war doch der. Das wieder. Es war das wieder, der echte. Ja, nein, das es ist so... Es war das wieder. Ja, das ist... Das, ein... Weißt du überhaupt, was das wieder ist? Ja, das weiß ich wohl. Das wieder. Ja. Wie das Urmel oder das Sams. Das wieder. Ja, ist mir klar... Das wieder. Es war der echte das wieder. Nein, das war dieser... Das ist dieser... Das ist das wieder. Er hat das Gerät vergessen. Guck mal hier. Mach das nicht kaputt. Das ist bestimmt... Was Vorsicht, das? Sei damit. Was ist das denn, du? Das ist bestimmt. Es ist ein Weltgerät. Das ist teuer. Es ist ein Weltgerät, du. Das ist bestimmt teuer, macht der Kaffee. Oh. Och, hier so ein Laserschwert. Es ist ein Laserschwert. Pass auf, dass du da nicht mit irgendwo gegenhaust. So. Pass auf. Was denn? Du machst das nicht kaputt. Ich mach gar nichts weiter. Du machst das. Du pack das mal wieder hin. Ich hab die Fuß aufgedrückt.
Das ist doch hör mal bitte. Das ist doch der aus dem Kino. Das wieder ist es. Das ist du bist mein Sohn. Sag mal, du bist mein Sohn. Ja. Jetzt lass mal. Was? Stell das jetzt mal hin, Dittsche. Was? Mach das aus und stell das hin jetzt. Es ist von selber ausgegangen. Es ist von selber ausgegangen. Das ist doch der Typ aus dem Kino, der hier auch hier Schuh von Winnetou und das gemacht hat. Schuh von Winnetou? Ja, dieser. Weißt du das nicht? Das Weder. Na, dieser Schauspieler. Es ist kein Schauspieler, doch. Es wurde echte das Weder. Die haben hier wahrscheinlich was geplant. Das ist meine Meinung. Der ist. Du vielleicht ist er auch der Berater von unserem hier Bürgermeister, weil hast du nicht gehört hier. Er hat doch gesagt, Oscar Party. Oscar, und das ist mit. Oh, das ist ein Deckname. Das ist wie Salamander. Küchensalamander an Holzschuh. Küchensalamander an Holzschuh. Montag kein Spiegelei. Ja. Ich wiederhole, Montag kein Spiegelei. Ja, weißt du. Das ist auch hoffnungslos mit dir. Was ist denn hier hoffnungslos? Ja, wir können ihn ja fragen, vielleicht kommt er irgendwann wieder und holt sein Gewehr ab. Was sein Gewehr? Der kommt hier rein, in Sonne. Ja und? Wir waren ja schon ganz andere Leute da. Uwe Seeler war schon auch mal da. Ja gut, aber nicht in Sonne, in so einem Kostüm drinne. Meinst du, wenn Uwe Seeler in so ein Kostüm reinkommen würde, meinst du, der würde überhaupt durch die Tür passen? Ja. Mein Ingo, Mann. Ja, das... Hier, sag mal, aber weißt was? Na. Hier, apropos Benzinwut der Deutschen, ne? Ja. Ist denn bei dir eigentlich auch schon die Wurstwut angekommen, mein Ingo-Mann? Was für eine Wurstwut? Die Wurstwut. Ja, da habe ich noch nichts von gehört, doch. Es wird kommen und du solltest dich wappnen davor. Wieso kommt hier Wurstwut? Weswegen ist... Wegen Iran. Wegen Iran? Ja, sicher. Du kriegst gar Iran nichts. Iran und Wurst, oder was? Ja, ich habe hier meine Wurst und der Iran hat was. Der liefert den Seitling für die Wurst, mein Ingo-Mann. Der liefert den Seitling? Ja, sicher. Hast du nicht gehört? Nee. Du hast es nicht gehört? Ja, wo soll ich das hören? Weil das in der Zeitung drin stand. Ja. Weil das ist genauso wie mit dem Benzinpreis, weil doch jetzt mit dem Iran haben sie doch irgendwie gesagt, hier, das geht so nicht weiter, von wegen mit der Atomwerke und so weiter, dass sie doch eine Bombe bauen. Haben sie doch jetzt alle gesagt, wollen wir nicht und hier, deswegen darfst du das nicht und so. Ja. Und deswegen geht doch der Benzinpreis hoch, weil das Öl so teuer wird. Ich hab das schon verstanden, ich bin nicht blöd. Ja. So, und das Nächste ist, muss sorgen jetzt hier die Wurstwut, die auf den Bundesbürger zukommt, weil der Iran, stand doch in der Zeitung drin, der liefert den Seitling für die bundesdeutsche Wurst. Ja, das ist ja nun nicht der einzige. Aber es ist die Hauptbeschäftigung von der Wurstfabrikation aus Iran, dass sie die verschicken in die ganze Welt. Ja. Ja, so. Und jetzt denkt man zu Ende. Ja, dann wird da... Aber Dittsche, Seitling kommt zum Beispiel auch aus China... Kommt auch da kommt ja nur das Puppenhaar her. Das verarbeiten sie hier beim Friseur, wenn einer irgendwie eine Glatze hat und sie da draußen eine Perücke bauen. Nee. Solltest du dir auch mal bei Zeiten Gedanken über machen. Was soll ich mir darüber bitte Gedanken machen? Das möchte ich mal wissen. Und mit deiner Nacktschorris-Frisur, da weiß ich auch nicht, wie lange die nur hält. Hä? Was soll das denn heißen? Guck mal auf deinen Kopf, bei dir wächst doch schon das Knie durch da hinten. Ich glaube, hier bei mir ist alles. Dann hier. Kann ich wenigstens mit dem Bein denken. Ja. So sieht es aus. Ja. Aber jetzt nochmal mit dem Seitling. Jetzt mal ernst. Ja, gut, dann wird die Wurst teurer. Die Wurst wird teurer. Ja. Weil nämlich das persische Schaf, das hat nämlich in Wahrheit, hat nämlich einen festeren Darm. Weil es seit Jahrhunderten in der Genetik verankert hat, weil es nämlich härteres Gras frisst, mein lieber Ingo-Mann. Hm. Das persische Schaf frisst hartes Gras. Ja. Und das muss der Darm aushalten. Hm. So, und weil das so fest ist, benutzen sie das für die Würste, weil die dann besser halten. Schaf? Ja, Säger. Es ist Schafseitling von iranischen Schafwerken. Ach, guck mal an. Weil das hartes Gras frisst. So, und wenn du jetzt die Würste kaufst, im Einkauf werden die teurer werden. Und jetzt hab ich nämlich eine Idee dazu, wie du da nämlich ordentlich was draus machst. Wie ich da was ordentlich draus mache? Um die Wurstwut des Bundesbürgers auf ein Minimum zu senken. Da werden die Leute von hier bis am Dahndorf Bahnhof stehen. Na, dann bin ich mal gespannt, was soll das denn sein? Was soll ich denn machen mit der Wurst? Als erstes nimmst du dir eine Schale. Eine Schale, hab ich. Da machst du einen Emulgator rein. Ein Emulgator, was ist jetzt? Honig, Eiweiß und ein bisschen Mehl verrührst du, damit das schön klebrig ist und fest.
Honig, Eiweiß und Mehl. Verrühre ich. Du kannst auch nur einfach Eiweiß nehmen als Binder. Du brauchst einen reinen Modobinder. Nur Eiweiß? Ein Modobinder. Also eine Schale und dann nur Eiweiß? Nur ein Modobinder. Okay, gut. Ne? Ja. Ne? Muss schön kleben. Ja. So, und dann nimmst du die Wurst. Ja. Und dann nimmst du ganz vorsichtig. Ja. Nimmst du den persischen Seitling, ziehst du von der Wurst ab. Ja. Den löst du ab. Ja. Und legst ihn erstmal beiseite. Ja. Erstmal beiseite. Ja. So, und jetzt hast du ja das Brokelige in der Wurst. Ja. Das weiche Brokelige, was ja, wenn du das nur anfasst. Ja, der Bret. Der Bret. Ja. Ist das der Bret? Ja, das ist der Bret. Ist das der Bret? Ja, das ist, die Wurst ist der Seitling und drinnen ist der Bret. Die Wurst ist der Seitling und drinnen ist der Bret. Nein, beides zusammen, meine sind zusammen, jetzt. Machen zusammen Sinn. Beides zusammen ist eine Wurst. Das, ja. Na gut, dann ist das eben so. Aber du hast ja jetzt, wenn du mir jetzt folgst, ne, hast du ja den Seitling abgenommen. Ne? Den persischen Seitling. Der ist jetzt erstmal den, haben wir ganz außer Acht gelassen. Ja, der ist weg. Jetzt hast du nur noch den Bret über. Ich habe nur noch den Bret. So, und jetzt nimmst du deinen Emulgator und streichst die Wurst ein, damit es nicht auseinanderfällt. Nein, das lässt du durchhärten. Ja. So, fertig. Dann hast du das erstmal hier, dann kannst du normal die Wurst wahrscheinlich sogar zu einem günstigeren Preis anbieten. Weil den persischen Seitling, den verkaufst du nochmal extra. Ja, du bist so ein richtiger Profi, ne? Du bist so ein richtiger Wurst. Den verkaufst du extra. Den verkaufe ich extra, ja, ne? Ja. Und weißt du wo? Nee. Ja, da kommst du nicht auf, ne? Da kommst du nicht auf. Wer soll denn bitte so einen schlabberigen... Storchenvater Jan kauft das in Hamburg. Der Storchenvater. Du verkaufst den Seitling als Thrombosestrom für die Zugvögel. Als Thrombosestrom? Hörsäge. Für Vögel. Für Zugvögel. Für Zugvögel. Ja. Die, weil die, die kriegen immer so viel rumstehen und dicke Beine haben. Nee, weil sie so weit fliegen. Und ich habe jetzt gerade gelesen, auch der Flötenflamingo. Der Flötenflamingo kriegt immer Thrombosebein auf seinen Langstreckenflügen. Der Flötenflamingo. Ja. Ist er mir vielleicht auch mit einem Flötenschlumpf auch Es ist ein Ire, ein reiner Ire. Von Jesru Tull. Von Jesru Tull, der Flötenflamingo, der auf einem Bein steht. Kennst du nicht, der Flötenflamingo von Jesru Tull? Ja, ach so, hier, der... Was? Der hat gesagt, wenn er auf einen Langstreckenflug fliegt, ne? Ach so, dann das kriegt ist doch er ein Thrombosebein. Ja. Dann kriegt er ein Thrombosebein. Ja. So, und das ist doch das Gleiche, wenn der Deutsche, der Hamburger Storch, wenn der in den Süden fliegt, nach Südafrika, dann kriegt er ja wohl bitte auch, er kommt da unten an, das arme, gepeinigte Tier, mit einem Thrombosebein. Ja, gut. Und da bist, kommst du und schmeißt dich verhindernd dazwischen und sagst, bitte, bitte, ich hab für dich den Thrombosestrumpf, der hält, er ist aus einem iranischen Schaf herausgepuckelt. Also, ich gehe, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne? Ich nehme eine große Schale, da sind die ganzen, ich pull die ganzen Würste ab. Mach mal. Ab. Das machst du. Eine ich große, helf dir dabei. Ja, das ist lieb. So, und dann tue ich die ganzen Seitlinge, tue ich in eine große Schale rein. Erstmal beiseite, die kannst du nochmal trocknen. Und dann gehe ich nach der Alster hin. Ne, zu Storchenvater Jan. Wo die, ist das nicht da? Da ist irgendwo. Ja, ist siehst der. Du. So, jo. Da gehe ich hin. Jo. Und dann ziehe ich denen die alle an, oder was? Oder? Ja, dann sagst und du, und verkaufst du das kein Storchenvater? Das geht doch, oder, Krödi? Geht das? Geht das? Halt die Klappe, ihr Feierabend. Man kann doch sogar einen Trichter nehmen und dann machst du den davor, machst du den Seitling davor und wie bei den Weihnachtsbäumen, weißt du, wo du die Bäume durchstichst, damit die in so ein Netz drin sind, da schiebst du mal sorgen, dass das ehrliche Storchenbein, das schiebst du da durch. Schiebe ich da durch. Das schiebst du ja, durch. Das, ja.